Ja, Leute, willkommen zurück wieder auf ein neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um Wohnungen, Häuser, generell also um Immobilien in den Emiraten, wie viel die kosten, was man beachten muss, etc. 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 Und es gibt natürlich schon ein paar viele Videos da draußen, aber ich würde auch mal mit meinen persönlichen Erfahrungen euch mal auch ein bisschen teilhaben lassen und auch meine Meinung dazu ja, äußern. Meine Haare habe ich immer noch nicht schneiden lassen, keine. Grundsätzlich kann man sagen, dass hier die Immobilien in den Emiraten viel günstiger sind als in Deutschland. Also man kann hier ganz easy oder ganz entspannt eine Wohnung für, also in Dubai kriegt man schon ganz entspannt eine Wohnung für 100.000 Euro. Das ist eigentlich gar kein Problem, eine Wohnung für 100.000 Euro zu finden. Auch in einer guten Lage ist jetzt nicht so eine schlechte Lage, würde ich persönlich sagen. Zum Beispiel Jumeirah Village Circle ist eine sehr, sehr begehrte Stadtgegend oder wie sagt man jetzt Stadtviertel. Und das ist auch sehr, mit vielen Europäern und auch Nordamerikanern, glaube ich, auch. Ist auch nicht weit von Dubai Marina. Dubai Marina ist wahrscheinlich für die meisten ja, am attraktivsten, aber da sind auch die Preise dann dementsprechend hoch. Und dann noch andere Bezirke wie zum Beispiel Palm Jumeirah, das ist ja dann, ja, keine Ahnung, im Gegensatz von alles, was normal ist. Also das ist schon, das sind schon echt abgespacete Preise. Aber es ist auch natürlich möglich in den Emiraten, also in anderen Emiraten als in Dubai auch Villen zu finden, also wirklich große Häuser für sehr, sehr gute Preise. Zum Beispiel für 200.000 Euro kann man ein sehr großes Haus bekommen mit 3 Etagen, 4 Schlafzimmer, 6 Badezimmer etc. Hat man auch einen kleinen Vorhof und auch einen kleinen Hinterhof, da hat man auch ein riesengroßes Dach. Dachterrasse und so weiter. Also das wäre aber dann schon nicht mehr in Dubai. Aber das wäre dann auch nicht mehr so weit. Wenn man sich zum Beispiel ein Haus, auch eine Villa in Dubai kauft, also ein Haus, gibt es auch teilweise für 200.000 Euro. Aber dann sind die auch fast genauso weit weg wie die von Ajman. Ungefähr gleich weit weg. Oder ein bisschen weiter ist das von Ajman weiter weg. Aber man bekommt in Ajman viel schönere Häuser und auch viel größere als das, was in Dubai angeboten wird. Weil das sind meistens dann eher. Das sind dann meistens eher so ältere Häuser. Das sind meistens dann auch so eher Sahara Town oder Damas Hills. Damas Hills 2 gibt es ja auch. Aber das sind meistens dann eher so kleinere Häuser. Also sie sind zwar schon sehr schön gemacht und so weiter und so fort. Kosten auch so, bewegen sich so um Kosten von 800.000 Dirham bis 1,2 Millionen Dirham. Das sind so irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Und in Ajman bekommt man halt ein richtig fettes Haus, wo wirklich jedes Schlafzimmer riesengroß ist. Aber wenn du bei Damas sitzt und du da ein Schlafzimmer dir mal anschaust, dann packst du so ein großes King-Size-Bett wie meins. Wenn du das da reinsetzen würdest, da wäre kaum Platz noch. Wir waren auch in so Zimmern, so quasi Showrooms, und da war es auch schon relativ eng. Da kannst du jetzt auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel noch einen Schreibtisch reinpackt, konnte man jetzt nicht wirklich vernünftig da einen Schreibtisch reinpacken und vernünftig arbeiten. Außer dort, man hat so einen Mini-Schreibtisch. An sich war das schon sehr schön und so, aber es hat auch eine sehr schöne Community, ne, da nochmal so zwei. Aber grundsätzlich kann man sagen, also es ist möglich, ein Haus für 200.000 Euro zu finden. Man kann sogar in Ajman auch Häuser finden, die kosten dann sogar teilweise 50.000 bis 60.000 Euro, sind auch 3 Etagen, also 3 Stockwerke große Häuser. Und das sind dann so, da hat es natürlich dann Nachteile, bestimmte Nachteile. Ne? Was da jetzt genau für Probleme sind, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe da jetzt nichts Positives gelesen. Ihr könnt auch immer, wenn ihr euch Immobilien anschauen wollt, in Dubai oder generell in den Emiraten, könnt ihr immer auf Google Maps schauen oder Google generell. Da gibt es manchmal so Bewertungen für das jeweilige Gebäude und dann könnt ihr schauen, was da die Leute so reinschreiben. Habe ich bei meinem Gebäude zum Beispiel nicht gemacht, und das war auch nicht so eine gute Bewertung von den Mietern. Hätte ich vielleicht vorher reinschauen sollen. Habe ich aber jetzt im Nachhinein gemerkt und gebe euch quasi den Tipp. Ein anderer Tipp ist auch, ihr könnt einfach in Gebäude reingehen, die ihr zum Beispiel interessant findet oder wo ihr von außen schon das so findet, wo ihr halt euch vorstellen könntet zu leben. Und dann könnt ihr einfach reingehen und dort unten mit der Security einfach reden und nach der Nummer fragen vom Vermieter. Oder bei manchen geben die euch auch direkt die Schlüssel und könnt die Wohnung direkt anschauen gehen. In Dubai ist das meistens so, aber, also es ist jetzt meistens so in Sharjah und Ajman. In Dubai ist es meistens aber so, dass das alles über Agenturen läuft und die Security-Typen unten im Tower dann meistens da keine Informationen wirklich dazu haben und man dann wirklich die Agenturen kontaktieren muss. Ein anderer Tipp ist für euch, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr in eine Wohnung, da war eine Fliege, wenn ihr in eine Wohnung zieht, solltet ihr auf jeden Fall nicht zu weit oben einziehen. Mein Klammer hat so einen schönen Blick, also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Aber
Die Aufzüge werden euch umbringen, ich sag's euch. Also diese Wartezeiten bei manchen Aufzügen. Ich stehe manchmal bei den Aufzügen, da geht einer hoch, einer runter und beide verfehlen quasi, also sind gehen an meiner Etage vorbei und halten nicht an, so, wisst ihr, ich meine. Fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Und oft sind auch alle Aufzüge in Arbeit, also werden die ganze Zeit genutzt, was auch echt krass ist, ich meine, in Deutschland, wenn ich zum Beispiel meinen Cousin besucht habe, da war fast keine Sau immer im Aufzug, weißt du, man hat Aufzug gerufen, der Aufzug kam direkt zu dir. Hier ist das so, also da waren auch nur, glaube ich, 9 Etagen. Hier sind 32, nein, hier sind 30 Etagen, glaube ich. Und hier ist das dann so, ja, schwieriger. Also die sind halt immer alle die werden halt einfach alle nur genutzt. Das ist krass. Aber das ist nicht nur in diesem Gebäude, das ist wirklich in vielen Gebäuden. Ich habe auch gehört, dass es in Dubai Marina auch so sein soll. Oder auch in Ajman ist das auch genauso. Also ist keine wirklich. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es einfach die Tower so riesig sind und so viele Menschen in einem Tower leben. Also Leute, versucht so tief wie möglich einzuziehen. Also es ist so ein Tipp von mir. Ihr müsst ja auch, könnt auch, wenn euch diese schöne Sicht so viel bedeutet, dann könnt ihr auch natürlich weiter oben einziehen. Aber wenn ihr weiter unten wohnt, dann könnt ihr auch teilweise zu Fuß hochgehen. Ne? Also hat schon was, finde ich auf jeden Fall auch besser. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto, also wenn ich jetzt bei der 6. Etage bei P6 parken würde, also ich hier den Parkplatz nehmen würde, ich habe hier noch keinen Parkplatz genommen, fand ich jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Aber wenn ich jetzt einen Parkplatz auf der 6. hätte und auf der 4. Etage wohnen würde, dann müsste ich dann 4 Etagen hochgehen. Das ist ja nichts. Also für mich wäre das nichts, so, weil ich gehe manchmal sogar hier die 14 Etagen, also das sind eigentlich dann 14 Etagen, das sind 21 Etagen, nein, nein, warte, 22 Etagen bis zu meiner 14. Etage, weil da sind 6 Parkplatz-Etagen und dann gibt es dann nochmal 2 Healthcare oder wie die heißen, das ist für den Swimmingpool-Bereich, da gibt es auch nochmal 2 Etagen für und dann kommen die 1, 2, 3, 4, weißt du, wie ich meine, und dann sind das so insgesamt 22 Etagen, die ich dann gehen muss vom Erdgeschoss bis zu meiner Etage und das dauert schon echt lange. Es gibt auch hier noch eine andere Sache. Man kann ja natürlich auch Wohnungen finanzieren, das ist auch gar kein Problem. Auch ohne Zinsen, das ist alles möglich. In Dubai ist das meistens so, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, eine schöne Wohnung für 100.000 Euro, die könnt ihr dann nicht direkt vom Besitzer meistens finanzieren. Ihr müsst die dann über die Bank finanzieren. Das ist auch möglich, dass man als Ausländer das finanzieren kann, habe ich gehört. Bin mir aber nicht ganz genau sicher, wie das dann da mit den Regelungen ist. Also für einen, der jetzt hier lebt, zum Beispiel jetzt bei meinem Fall, man müsste Minimum, ich glaube, 12.000 Dirham im Monat verdienen, damit man die Kreditwürdigkeit hat, um eine Immobilie zu finanzieren. Wenn man 12.000 Dirham verdient im Monat, und dann kann man das, glaube ich, also man muss 3 Monatsnachweise oder 6 Monatsnachweise nachweisen, und dann kann man das finanzieren. Dann muss man aber 20% Anzahlung an die Bank zahlen, nicht an die Bank, sondern an den Verkäufer zahlen. Und 80% nimmt ihr dann von der Bank, die ihr dann an der Bank abbezahlt. Ich glaube, da kommt nochmal so ein bestimmter Aufschlag, glaube ich, schon drauf. Aber das ist dann das ist ein einmaliger Aufschlag und nicht so nach Zinsen mäßig so. Und dann gibt es dann noch Payment Plans zum Beispiel bei, wie heißt das jetzt? Bei Gebäuden, die noch nicht fertig gebaut sind, also wenn da ein Gebäude ist, was noch im Bau ist, dann kann man das meistens auch mit einer Finanzierung machen, aber das ist dann meistens so eine Finanzierung, wo ihr dann, keine Ahnung, 700.000 Dirham, also so 150.000 bis 200.000 Euro innerhalb 1 bis 4 Jahren abbezahlen müsst. Da hat man schon eine hohe monatliche Rate, was dann wiederum nicht so attraktiv ist für den einen oder anderen, der jetzt nicht, der jetzt nicht so gerade, ja, der jetzt nicht so gerade das Geld gerade zur Verfügung hat, jeden Monat zum Beispiel 4.000, 5.000 Euro zu bezahlen oder, keine Ahnung, 3.000 Euro im Monat zu bezahlen. Dann gibt es aber noch eine Möglichkeit, zum Beispiel, was es in Ajman gibt, das ist dann meistens so, ihr könnt direkt, weil die meisten Immobilien dort gehören eigentlich dem Emirat, also der Regierung dort. Und die bieten meistens bei ihren Immobilien immer 7 bis 8 Jahres Finanzierungspläne an. Was sehr gut ist, weil das auch direkt vom Besitzer kommt, also von der Regierung. Die sind die Besitzer von den Immobilien und die verkaufen an euch direkt mit einem Plan und das geht 7 bis 8 Jahre. Ist eigentlich ganz gut, finde ich persönlich. Wie da das jetzt mit der Wertsteigerung ist von den Immobilien, ist eine andere Frage. Aber die Finanzierung ist dort ganz, ganz simpel.
Ihr geht hin, macht die Anzahlung und dann müsst ihr das in Monatschecks abbezahlen. Und manchmal gibt es auch ohne Anzahlung, das, dann gibt es nicht mal eine Anzahlung, dann müsst ihr nur diese bestimmten Gebühren, die man sowieso überall bezahlen muss, für Vertrag. Ich glaube, da gab es noch andere Gebühren, auch dieses Strom und Wasser anmelden etc. Da gibt es ja so ein paar Gebühren, die man auch zahlen muss. Und ja, dann kann man direkt finanzieren. Da ist es meistens dann so, wenn man dreimal nicht bezahlt, dann wird dir die Immobilie wieder weggenommen. Also das heißt, Vertrag wird aufgelöst, dein Geld ist quasi weg und muss ausziehen oder deine Mieter müssen ausziehen. Und so wäre das dann. Und meistens bieten auch diese Agenturen oder die Leute, die dann die diese Wohnung verkaufen, also die Regierung arbeitet ja mit Agenturen zusammen. Und die Agenturen vermieten auch für euch die Wohnung. Also wenn ihr die Wohnung bei denen kauft oder finanziert, die vermieten auch direkt für euch. Die nehmen dann, glaube ich, eine Provision von 2000 Dirham und nehmen 2000 Dirham vom Mieter auch. Wie das in Abu Dhabi und abläuft, weiß ich nicht so genau. Da habe ich jetzt keine Informationen zu. Aber so läuft es in Dubai und in Ajman ab. In Sharjah ist es ähnlich wie in Dubai. Da gibt es jetzt auch nicht so diese Optionen wie in Ajman. Ja, das wollte ich mal so ein bisschen kundgeben. Auch, dass die Qualitäten auch in manchen Wohnungen auch nicht so gut ist, ist auch, glaube ich, vielen bekannt. Da wird auch nicht so krass drauf geachtet. In Dubai war es auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ist es besser als in Sharjah und in Ajman. Also Dubai ist gut, dann kommt Sharjah, das ist ein bisschen schlechter, und dann kommt Ajman, ist dann noch schlechter. So ist diese, so eine Abstufung gibt es da. Meine Meinung. Kann auch sein, dass ich mich da vielleicht irre, aber das ist so, was ich bis jetzt bemerkt habe und festgestellt habe. Vielleicht gibt es auch viel mehr, die eigentlich andersrum, viel mehr Wohnungen, die in Ajman vielleicht besser sind als in Dubai. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so nicht sagen. Aber das ist so, was ich jetzt bis jetzt denke und so festgestellt habe und nach meinen Erfahrungen. Das war's auch mit dem Video. Haut rein. Ciao, Leute.